In Polen ist doch alles viel schrecklicher. Die wandern sonst alle nach Polen ab. Habt ihr denn überhaupt schon mal nach Polen geschaut? Natürlich, wir waren da im Einsatz. Ihr könnt euch sicher an die Recherche erinnern. Grausamste Vergasung von Nerzen, Totschlagen von Tieren, schrecklichste Käfighaltung. Und jetzt? Polen liefert, ist stabil. Gerichtsurteil. 8 Monate Gefängnis auf Bewährung. 3 Jahre totales Tierhalteverbot. 7 Jahre Nerzhaltungsverbot und obendrauf 3.600 Euro Geldstrafe. Im Fall der Füchse 7 Monate auf Bewährung. Also auch eine Freiheitsstrafe und 3 Jahre Fuchshaltungsverbot. Das ist eine Ansage, von der wir bei unseren Tierschutzskandalen in Deutschland bei den Gerichten nur träumen können. Da wird nicht so hart geurteilt. Und deswegen, ja, auch wir in Deutschland können uns bei Polen was abschauen. Die haben eine der stärksten und schlagkräftigsten Tierrechtsbewegungen Europas. Vegane Restaurants kann man sich aussuchen in den größeren Städten. Naja, da ist bei uns noch viel Luft nach oben im tierfreundlichen Deutschland.